Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind wieder hier bei Familie Mondschein mit unserer süßen Melody. Und wir hatten hier ja gerade erst eine Geburtstagsfeier, dies, das. Beziehungsweise haben Geburtstag gefeiert. Und ja, eigentlich steht jetzt ja noch unser Umstyling an. Aber zwei Kiddos sind fast dabei, sich noch zu altern. Und am Dienstag wird das Baby auch gealtert. Das heißt, wir können dann einfach ein großes Umstyling machen, anstatt dann halt jetzt und dann in 5 Minuten gefühlt nochmal. Deswegen, ja, arbeiten die am besten an ihren Fähigkeiten oder so. Das Kind schläft, aber ist egal. Wenn wir das dann morgen machen, dann können wir ja ein großes Umstyling machen. Das wäre ziemlich cool. Spaßgemeinschaft, nice. Ich hätte das schon wieder vergessen. Habe ich da überhaupt abgestimmt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es was Gutes geworden. Sonst wäre auch ein bisschen schlecht. Ich habe gerade 2 Stunden nur Custom Content geshoppt. Das beschreibt ungefähr mein Mental State. Aber ich habe sehr coole Sachen gedownloadet. Und ich freue mich, denn die gleich zu benutzen eventuell, wenn es passt. I don't know. Weil ihr zum Beispiel würde ich die Braids wegnehmen, weil sie ja... Also ja, klar kann man das als Weißer auch tragen so, aber es ist ja sehr umstritten, ob man das halt machen sollte. Deswegen würde ich das, wenn... Also gebe ich das, wenn, dann halt nur meinen dunkelhäutigeren Sims, beziehungsweise wenn sie zumindest halt eine Abstammung davon haben, weil die Haarstruktur ja trotzdem vererbt werden kann, auch wenn der Mensch dann eher weiße Hautfarbe hat. Gucken einfach mal, ne? Also ich werde ihr auf jeden Fall jetzt dann was anderes geben, weil ich möchte halt einfach, dass hier keiner irgendwie sich unwohl fühlt in meinen Let's Plays. Deswegen achte ich schon darauf, dass wir hier ein bisschen darauf achten, was wir bei wem zum Anziehen geben und zum Tragen geben und sowas. Genau, das wollte ich euch nämlich auch mal hier nochmal mit auf den Weg geben. Und ich habe wieder ein bisschen Bild-CC gedownloadet. Also ein bisschen, 5 GB fast. Ich habe irgendwie doch wieder Bock drauf gehabt. Ich werde jetzt natürlich das Haus jetzt nicht umstylen oder sowas. Also ich finde es auch trotzdem schön, aber ja. Ich werde es wahrscheinlich auch eher in meinem privaten Gebrauch nutzen, aber ich wollte es trotzdem mal angesprochen haben. So. Du kannst ja trotzdem schon mal Videospiele. Okay. Sie kann ja... Hatten wir keine Konsole? Wir hätten... Eine Konsole wäre sinnvoll. Wir nehmen natürlich die gute in weiß. Und dann kommt sie hier so hin. Cool. Was ist mit ihrer Schwester? Hat sie schon irgendwas? Videospiele. Okay, dann könnt ihr ja einfach zusammen Videospiele spielen. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Hier, Scarlett, let's go. Könnt ihr euch vorstellen, dass das hier Part 101 ist? Ich auf jeden Fall nicht. So, Halo kann auf jeden Fall noch an ihrem Scheiß hier arbeiten. Fantasie braucht sie. Wir haben hier das... Nee, dann spielt ein bisschen mit Puppen, girl. Und wenn sie damit fertig ist, kann sie ja auch Haya machen. Sie möchte sich etwas wünschen, weil Vegetarierin ist. Das macht gar keinen Sinn. Wow, sie räumt auf. Ich lieb's. Das Haus ist so riesig. Es liegen überall irgendwelche Sachen rum. Schon ein bisschen wild. Wir haben denen noch gar nicht ihre Betten zugeteilt, oder? Ach doch, stimmt. Weil die Kinder waren. Da hatten die ja schon Betten. Ich bin richtig verwirrt gewesen gerade. Einsam und verlassen. Das Leben ist kein Ponyhof. Let's go. Nett. Wir sind einfach die beste Mutti hier, ne? Also, leg dich einfach schon mal schlafen, Girl. Sie erreicht das Level jeden Moment. Ja! Woohoo! Dann fehlt nur noch Denken. Aber das kriegen wir dann hin. Und der andere braucht, glaube ich, auch nur noch Denken. Let's go. Dann können die nämlich Geburtstag haben. Und wenn dann beide auch noch Geburtstag haben und dann das Baby auch noch, dann können wir eine ganz große Makeover-Runde machen. Ja! Oh, ihm geht's nicht so gut. Dann kriegt er auf jeden Fall was zu essen. Baden kann dich jetzt leider keiner. Gönn dir einen Burger. So, und danach formt er ein bisschen. Da fehlt ja wirklich nur noch so ein ganz kleiner Klacks. 1%. Wow. Wenn irgendwer wach ist, dann kann er auf jeden Fall gealtert werden. Yay, das ging schnell. Er hat sich literally hingesetzt und da hat direkt das Level bekommen. So, Mutti ist wach. Das heißt, Mutti kann Geburtstag mit ihrem Kind feiern. Sie ist übrigens gespawnt letztens in einem privaten Spielstand von mir. Da dachte ich mir auch nur so. Aber leider konnte ich... Also sie ist halt nicht mit allen, also mit Haaren und so gespawnt, sondern ich habe ja eingestellt, Digga, du sollst mit dem Kind Geburtstag feiern. Sondern ich habe ja eingestellt, dass die halt nur mit denselben Shapes und so
spawnen und nicht mit unbedingt Kleidung und sowas. Und das war halt so diese ganz alte Version von ihr. Also, weil ich habe ja eigentlich nur sie im... Also abgespeichert, wo ich sie erstellt habe. Und das fand ich richtig süß. Aber sie hatte da rote Haare, das war ganz wild. Aber ich dachte mir nur so, Maus, dass sie jetzt auch noch in meinen privaten Spielständen auftaucht. Aber wie gesagt, das war leider ein Spielstand, wo ich nicht mit ihr befreundet sein konnte. Aber ja, kann dieses Kind, oh mein Gott, nein. Leave him the fuck alone. Ich möchte Geburtstag feiern, bitte. Hallo, was tut sie da? Ist ja schön, dass du da dein Sohn, wollte ich gerade sagen. Nee, dein Bruder baden möchtest. Aber bitte zur Schule gehen. Nein, geh zur Schule. Bitte. Sie hat sich eingepisst. Ganz toll. Kann sie bitte auch zur Schule gehen? Kann sie bitte auch zur Schule gehen? So, und ich möchte jetzt bitte Geburtstagsfeier. So. Danke. Er ist auf jeden Fall auf ihrem Arm. Ganz toll. Dieser Spielstand ist auch einfach so RIP irgendwie, ne? Hier, lernt bitte alle fleißig. Das ist ganz wichtig in eurem Leben. Kannst du... Danke. Oh, Post auch noch. Ja, super. Alles auf einmal. So, jetzt komm ran. Sie verdreht so die Augen. Sie so, gar keinen Bock. Happy Birthday to you, by the way. Habe ich noch nicht gesagt, glaube ich. Yay, er ist ein Insider. Und voll motorisch drauf. Dies, das. Yay. So, und dann das Baby kann dann auch älter werden. Wen haben wir hier? Es ist ein engelsgleiches Kind. Süß. Oh, Mausi. Jetzt fehlt nur noch Halo. Es ist schön, eine Stimme zu hören, Melody. Ich wollte dich fragen, ob du denkst, dass ich Nuri am Hohenschein besser kennenlernen sollte. Seid ihr nicht beides meine Kinder? Also, viel Spaß. Freundet euch ruhig an. Ist mir egal. Ja, du musst schon dein Kind absetzen, um in die Dusche zu gehen. Kann sie ihr Kind bitte absetzen? Setz dein Kind ab, bitte. Was? Was macht der hier? Warum? Oh mein Gott, setz dein Kind bitte ab. Ich krieg die Krise. Kann ich sie bitte... Objekt zurücksetzen. Danke. Geh duschen. Geh duschen. Und du, kümmere dich schon mal um deine Fähigkeiten. Das ist ganz wichtig. Oh mein Gott. Warum? Hier brabbel. Und brabbel, was das Zeug hält. Und du reparierst das hier hinten. Und Halo hat, glaube ich, schon Level 3 jetzt erreicht, oder? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Jetzt hat der von dem Kuchen gegessen. Ich krieg die Krise. Dieser Haushalt ist einfach chaotic as fuck. Kein Problem. Dann machen wir halt einen neuen Kuchen. Wir haben sonst nichts zu tun. Wir machen eine weiße Torte. Mit irgendwem hatten wir doch vor zu schlafen, oder? Aber ich weiß nicht mehr, wer. Ich glaube, wir suchen uns einfach lieber irgendwen Neues. Ich habe keinen Plan mehr. Woohoo! Oh mein Gott. Gott, ich dachte gerade, sie nimmt sich ein Stück. Dann wäre ja was gerastet. So, Geburtstagskerzen. Bitte. Halo steht da sogar schon. Perfekt. So, und dann hilf bitte deiner Tochter. Dann kriegen alle ein Umstyling, außer Emilia. Emilia ist irgendwie schon gefühlt 5 Jahre dabei. Die sollte jetzt aber, glaube ich, auch fertig sein gleich. Also wenn sie nach Hause kommt. Ich glaube, dann kann ich ausziehen. Oh, dann können wir auf jeden Fall ein neues Kind zeugen. Nice. Ich bin bereit. Happy Birthday, Halo und so. Übrigens müssen wir einen neuen Typen finden, mit dem wir irgendwie mal ein bisschen ballern können. Ne? Also sie ist laktoseintolerant, toll. Sie ist voll mental dabei. Bitte Geburtstagskerzen hinzufügen, danke. Ist das nicht dieselbe Frisur, die ihre Schwester hat? Sehr schön. So, und wir begeben uns jetzt in den Creator Sim. Thank you.
Das war wieder so spannend, ey. Ich liebe es einfach, Sims umzustylen. Immer wenn es darum geht, Sims umzustylen, bin ich direkt so Feuer und Flamme. Ich mache mir einfach so viel Spaß. Ich glaube, das merkt man mir auch immer an. Ich liebe es halt auch einfach, weil jeden Sim gestalte ich ja halt so komplett anders so. Und das ist halt so das Spannende, ne? Und ich meine, ich habe ja so viel Zeug und ich style das ja dann auch immer anders und so. Das ist so geil. So, die Kinder kommen jetzt gleich nach Hause auf jeden Fall. Ich kann den beiden auf jeden Fall schon mal ein Bett zuordnen. Er schläft einfach in dem Zelt. Süß. Was eine Mausi. Emilia hat etwas mitgehen lassen, läuft bei ihr. Emilia ist jetzt endlich Einsatzschülerin. Ganz toll, Girl. Deswegen kannst du wunderbar Geburtstag feiern. Hier steht der Kuchen sogar noch. Gönn dir. Warte, ich mach sie mal ein bisschen. Ich ercheate ihr kurz ein bisschen Hygiene, weil so Geburtstag feiern ist jetzt nicht so geil. Ich finde ja, die Scarlett ist so geil geworden, ne? Ich schwöre, sie ist so süß. Happy Birthday auf jeden Fall, Emilia. Also ich meine, ich finde, es sind alle schön geworden, aber Scarlett ist auf jeden Fall. Also ich finde die Frisur halt so süß. Die habe ich auf jeden Fall neu und ich lieb's. Du kannst gleich nochmal Geburtstagsherzen drauffügen. Ha! Und das letzte ist, ein Genie ist sie. Da sehe ich sie auf jeden Fall. Sie ist auf jeden Fall, ja, doch. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass sie ziemlich schlau ist. So, Mausi, jetzt müssen wir uns leider von dir verabschieden. Tschüss. So, jetzt passen zwei Kinder bei uns in den Haushalt. Deswegen schreibe ich mir auf jeden Fall gleich auf, dass wir auf jeden Fall ein neues Kind zeugen können. Lion möchte irgendwas von uns? Okay, telefonieren. Das können wir machen. Ich würde jetzt aber den Part tatsächlich hier schon beenden, weil ich nehme länger auf als gedacht. Also ich habe irgendwie länger an den Umständen gesessen, als ich dachte. Upsi, dupsi. Man kennt es, dass man sich dann doch ein bisschen mehr darin verläuft, als man sich das manchmal denkt. Deswegen hoffe ich, dass wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss.